Was für ein wunderbarer musikalischer Rahmen zu einer besonderen Veranstaltung an einem besonderen Ort zur Würdigung eines besonderen Mannes, richtig beschwingt mit Joseph Haydn. Ein herzliches Dankeschön an das Diogenes-Quartett. Schön, dass Sie heute bei uns sind. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie sehr herzlich zur Preisverleihung des diesjährigen Wilhelm-Hübner-Preises und heiße Sie im Namen der Landtags-SPD in der ehemaligen Residenz der bayerischen Kurfürste und Könige herzlich willkommen. Ein passender Ort für die bayerische Partei, deren Urgroßväter und Urgroßmütter vor 96 Jahren am 7.8. November 1918 den republikanischen Freistaat Bayern gründeten und die fast 800 Jahre lang regierenden und hier in ihrem Stadtschloss residierenden Wittelsbacher in den politischen Ruhestand schickten. Einer, der in der Revolutionsnacht am 7. November 1918 als Augen- und Ohrenzeuge auf der Theresienwiese mit dabei war, war der damals 31 Jahre junge Rechtsanwalt und Doktor der Jurisprudenz Wilhelm Högner. Ein halbes Jahr später ist er der Sozialdemokratischen Partei beigetreten, wurde ab 1924 als Landtags- und als Reichstagsabgeordneter einer der frühesten und entschiedensten Gegner Hitlers, mit der Folge, dass er 1933 vor den Nazi-Verfolgern ins Exil in die Schweiz flüchten musste. Nach dem Ende der Nazi-Diktatur kehrte Wilhelm Högner nach München zurück. Im geistigen Gepäck hatte er die Kernpunkte einer künftigen freiheitlichen bayerischen Verfassung. Und tatsächlich ging Wilhelm Högner dann als Vater der heute gültigen bayerischen Verfassung von 1946 und zweimaliger sozialdemokratischer Ministerpräsident in die bayerische Geschichte ein. Er bleibt in Erinnerung eines jeden politisch und patriotisch denkenden Freistaats Bayern, weil diese Högnersche Verfassung seine markante soziale und freiheitliche Handschrift trägt. Und deshalb trägt die erstmals im Jahre 1987 anlässlich des 100. Geburtstages von Wilhelm Högner vergebene höchste Auszeichnung der bayerischen Landtags-SPD mit Bedacht seinen Namen Wilhelm-Högner-Preis, eingeführt vom seinerzeitigen Fraktionsvorsitzenden Karl-Heinz Hirsemann, wird der Preis jedes Jahr an Persönlichkeiten und Initiativen vergeben, die sich, so heißt es in den Verleihungsurkunden, in besonderer Weise um den Erhalt und die Sicherung der Freiheits- und Bürgerrechte verdient gemacht haben. Darum ging es damals, darum geht es auch heute, um die Sicherung der Freiheits- und Bürgerrechte, zu denen der Sozialdemokrat Högner natürlich auch die sozialen Grundrechte zählte. Denn im Gegensatz zum Grundgesetz ist die Bayerische Verfassung nicht nur eine Charta der Freiheit, sondern auch ein Postulat für Solidarität und das Soziale. Die Sicherung der Freiheits- und Bürgerrechte ist und bleibt eine ständige Aufgabe, für die wir uns auf den unterschiedlichsten Feldern unseres Gemeinwesens engagieren. Und der Preisträger des Högner-Preises 2014 tut dies in ganz herausragender Art und Weise. Wir freuen uns heute, den Präsidenten des Europäischen Parlaments, den Kopf und das Gesicht der Europäischen Volksvertretung mit der höchsten zu vergebenden Auszeichnung der Landtags-SPD würdigen zu dürfen. Herzlich willkommen, Martin Schulz. Wir sind glücklich und dankbar, eine renommierte Politikwissenschaftlerin und weit über die akademische Welt hinaus geschätzte populäre politische Persönlichkeit als Laudatorin gewonnen zu haben. Sie hat sich als langjährige Präsidentin der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt an der Oder als europäische Brückenbauerin ausgezeichnet, aber auch schon vorher, zu Zeiten des Eisernen Vorhangs, war sie eine geistige und politische Vermittlerin zwischen Deutschland und Polen. Sie hat auch in Warschau und in Krakau studiert und damals bereits in den 80er Jahren Persönlichkeiten kennengelernt, ohne die der Umbruch 1989 in Europa so nicht möglich gewesen wäre. Adam Michnik, Bronislaw Geremek und Wladyslaw Bartoszewski. Und wir freuen uns, Sie später, sie hängt nämlich noch am Münchner Flughafen, wird aber rechtzeitig zur Laudatio hier sein, Sie bei uns begrüßen zu dürfen, Frau Professor Gesine Schwan, die die Laudatio heute hält. Wir freuen uns sehr darauf. Ich begrüße sehr herzlich den Landesvorsitzenden der Bayerischen SPD, das Mitglied der Bundesregierung, parlamentarischer Staatssekretär im Bundesumwelt- und Bauministerium. Er wird heute auch ein Grußwort zu uns sprechen. Herzlich willkommen, Florian Pronold. Wir freuen uns, dass du heute bei uns bist und freuen uns auf dein Grußwort.
begrüße sehr herzlich die Präsidentin des Bayerischen Landtags, Barbara Stamm. Es ist uns eine Ehre, dass Sie heute bei uns sind, Frau Stamm, sowie den früheren Vizepräsidenten Franz Margit, meinen Vorgänger als Fraktionsvorsitzender, sowie die Abgeordneten des Bayerischen Landtags, unsere Generalsekretärin Natascha Kohnen, Ruth Waldmann, Alexandra Hirsemann, Martina Fehlner und Georg Rosenthal. Ich begrüße alle Vertreterinnen und Vertreter der kommunalen Parlamente und der bayerischen Justiz. Die Angehörigen des diplomatischen Korps sind heute zahlreich erschienen. Wir bedanken uns dafür und begrüßen die Repräsentantinnen und Repräsentanten der Vereinigten Staaten von Amerika, der Republik Tschechien, Frankreichs, Israels, Kroatiens, der Niederlande, Sloweniens, Serbiens, Ungarns, der Türkei und China. Wir begrüßen die Vertreterinnen und Vertreter der Kirchen- und Glaubensgemeinschaften, die Vertreterinnen und Vertreter aus Wissenschaft und Wirtschaft, der Gewerkschaften, der Verbände und aller gesellschaftlichen Organisationen. Lassen Sie uns heute diesen Festakt gemeinsam feiern und seien Sie uns herzlich willkommen. Die SPD hat in den zurückliegenden 2,5 Jahrzehnten zahlreiche Persönlichkeiten und Initiativen geehrt, die dem Högnerschen Verfassungsauftrag in besonderer vorbildhafterweise gerecht worden sind. Ich will an einige erinnern und freue mich, dass Sie heute unter uns sind. Allen voran der Ehrenbürger der Landeshauptstadt München, unser früherer Oberbürgermeister und Parteivorsitzender der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands. Herzlich willkommen, Dr. Hans-Jochen Vogel, Högner-Preisträger 1996. Hans-Jochen Vogel wurde bereits 1996 mit dem Högner-Preis ausgezeichnet. Es gibt auch andere Würdenträger heute unter uns. Max Weber, Högner-Preisträger 2003 für seinen besonderen Einsatz für Menschen mit Behinderung. Karin Lohr ist unter uns, Geschäftsführerin der Obdachlosenzeitung BIS, Preisträgerin aus dem Jahr 2010. Dr. Albin Dannhäuser habe ich gesehen, für die Verdienste in der Bildungspolitik ausgezeichnet 2007. Frau Dr. Hildegard Kronawitter, die im vergangenen Jahr für die Stiftung Weiße Rose den Högner-Preis entgegengenommen hat. Und es freut uns auch außerordentlich, dass die Familie Högner heute bei uns ist. Ludwig Högner und Gattin und Wolfgang Jean Stock und die Familie des Namensgebers, dass sie heute bei uns ist, freut uns ganz besonders. Herzlich willkommen. Wir erinnern uns heute in Dankbarkeit und Anerkennung auch an die Högner-Preisträger, die im vergangenen Jahr von uns gegangen sind. An Klaus Kreuzeder, an Dieter Hildebrandt und an Ernst Maria Lang. Wir werden ihr Andenken in Ehren halten. Meine Damen und Herren, heute im Gedenkjahr an abgrundtiefe Tiefpunkte und glanzvolle Höhepunkte der europäischen Geschichte, an 1914 und 1939, 1989 und 2004, wird das großartige Vermächtnis der europäischen Freiheitsbewegung von vor 25 Jahren in Frage gestellt. Heute erfahren wir nahezu Tag für Tag etwas für unsere Generation völlig Ungewohntes, etwas Neues und Ernstes. Es gibt allem Anschein nach keine Garantie mehr, dass das Gewohnte und bislang für selbstverständlich und sicher Gehaltene so bleiben und weitergehen kann wie bisher. Vieles, was wir 25 Jahre nach dem Fall des Eisernen Vorhangs und 10 Jahre nach der Erweiterung der Europäischen Union sicher wähnten, ist alles andere als selbstverständlich. Der Friede, die Freiheit, der Wohlstand und die Solidarität. Die Grenzen in Europa sind nicht mehr unantastbar, sondern werden verletzt. Der vermeintlich sichere Frieden in Europa ist zumindest am östlichen Rand der Europäischen Union einem Unfrieden und kriegerischen Auseinandersetzungen gewichen. Vor den Toren der Europäischen Union, an den Außengrenzen der Europäischen Union, spielen sich menschliche Tragödien ab, durch Krieg und Bürgerkrieg bis hin zum Genozid. Und das Schreien der Flüchtlinge in den Lagern in Syrien, im Libanon, in der Türkei und der Ertrinkenden im Mittelmeer, 25.000 an der Zahl in den letzten 10 Jahren, ist auch auf der vermeintlichen Insel der Glückseligen in Deutschland und in Bayern unüberhörbar. Der materielle Wohlstand ist in weiten Teilen Europas nicht nur in Gefahr. Für viele Menschen, darunter viele junge Menschen, insbesondere im Süden und Südosten der Europäischen Union, ist er infolge von Arbeitslosigkeit
Perspektiv und Hoffnungslosigkeit schier unerreichbar, der materielle Wohlstand. Aber auch in anderen wohlhabenden Ländern wächst die soziale Kluft und spaltet die Gesellschaft in einem teilweise obszönen Umfang. Und auch unsere ureigensten und verbrieften Freiheits- und Bürgerrechte in der Europäischen Union gelten als nicht mehr unantastbar, sondern werden zur Disposition gestellt. Die schier schrankenlose Digitalisierung, die Bayern-SPD hat sich auf ihrem Parteitag in Ansbach gestern damit befasst, am Wochenende damit befasst, sie droht auch unsere Freiheit und unsere Demokratie zu beeinträchtigen. Immer öfter wird von interessierten Kreisen und oft in demagogischer Absicht, an der einen oder anderen Stelle auch in Bayern, eine der größten Errungenschaften der Europäischen Union für ihre Bürger, die Freizügigkeit, in Frage gestellt, also das Recht eines Menschen, seinen Wohn- und Arbeitsort frei zu wählen. Wenn wir heute, meine Damen und Herren, Martin Schulz mit dem Wilhelm-Hübner-Preis ehren, dann deshalb, weil er zu diesen drängenden Gegenwarts- und Zukunftsfragen als Präsident des Europäischen Parlaments leidenschaftlich Klartext spricht. Martin Schulz setzt Themen auf die Tagesordnung der Brüsseler Politik und er trägt mit seiner Stimme aber auch, und das ist die eigentliche Leistung, maßgeblich dazu bei, dass darüber europaweit ein gesellschaftlicher Diskurs in Gang kommt. Martin Schulz fordert und er fordert heraus. Er verlangt Maßnahmen, die dem politischen Vermächtnis Wilhelm Högners entsprechen. Martin Schulz ist ein überzeugter und ein überzeugender Europäer. Erstmals hat die Europäische Volksvertretung mit ihm nicht nur einen Kopf, sondern auch ein Gesicht, das man kennt, und eine Stimme, die das ausspricht, was gesagt werden muss. Martin Schulz drängt darauf, Europa institutionell zu reformieren, damit sich die Bürger nicht abwenden und der gefesselte Riese, wie er die Europäische Union genannt hat, seine letzte Chance nicht verspielt. Er verteidigt das europäische Gesellschaftsmodell gegen seine inneren ideologischen Feinde und mahnt eine europäische Wertegemeinschaft an. Er verlangt einen Kurswechsel in der europäischen Flüchtlings- und Asylpolitik und nennt das, was im Mittelmeer und an den neuen Mauern der Europäischen Union an humanitären Katastrophen passiert, das, was es ist, nämlich eine Schande für Europa. Er fordert eine Abkehr von der alles andere als alternativlosen Austeritätspolitik gegenüber den Krisenländern Südosteuropas. Und er weist den Angriff auf die Freizügigkeit in Europa als Anschlag auf das Fundament der europäischen Einigung entschieden zurück. Martin Schulz hat in diesem Jahr aber auch ein weiteres hochbrisantes Thema gesetzt, das ebenfalls im Sinne Wilhelm Högners gewesen wäre. In einem Essay im Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen Zeitung am 6. Februar 2014, wie später dann auch in seiner Frankfurter Paulskirchen-Laudatio auf den diesjährigen Friedenspreisträger des deutschen Buchhandels, Jaron Lanier, einem Pionier der digitalen Welt und gleichzeitig ein Warner vor ihren Risiken, hat Martin Schulz mit der ihm eigenen Wortmächtigkeit zum Widerstand gegen die Gefahr eines technologischen Totalitarismus aufgerufen. Eine Gefahr, die er durch die Digitalisierung aller Lebensbereiche und die massenhafte Datenerfassung durch Big Data und Big Government heraufziehen sieht. Martin Schulz warnt darin vor einem am Netz hängenden Menschen, der in allen Lebensbereichen überwacht wird, und ruft auf zu einer neuen sozialen Bewegung, die den Mut aufbringt, das Notwendige zu tun, nämlich ein freies Netz zu schaffen, einen an Grundrechten orientierten, regulierten Datenmarkt. Die FAZ lobte diesen Beitrag von Martin Schulz in höchsten Tönen als eine entschiedene Wende in der Art, das Thema zu behandeln. Doch Martin Schulz belässt es nicht bei essayistischer, abstrakter Sachverhaltsbeschreibung. Politik ist für ihn etwas sehr Konkretes, etwas Anfassbares, etwas Erlebbares. Die Parlamentarisierung der Europäischen Union hat in diesem Jahr einen Quantensprung gemacht, auch mit seiner Spitzenkandidatur. Und mit der Verwirklichung des demokratischen Prinzips, dass im Ergebnis nämlich die Wählerinnen und Wähler darüber zu entscheiden haben, wer EU-Kommissionspräsident wird und nicht die Regierungschefs. Diese Stärkung des Europäischen Parlaments war und ist ein wichtiger Schritt zur Demokratisierung Europas und eine Grundvoraussetzung für einen weiteren Reformprozess der Europäischen Union. Martin Schulz gibt in Europa politische Orientierung vor. Er verkörpert im europäischen Institutionengefüge wie kaum ein anderer das demokratisch-freiheitliche, das solidarische, soziale und allgemeinwohlorientierte Europa. Und das, meine Damen und Herren, verdient den Wilhelm-Högner-Preis als Anerkennung für das bereits Geleistete, aber auch als Ermutigung für das, was noch gemeinschaftlich zu tun ist.